Herzlich willkommen, liebe Freunde von sozialmarketing.de und dem Fundcast. Hier eine neue Folge aus der Serie Großspenden Fundraising und jetzt bei mir zu Gast Doris Voll. Hallo liebe Doris, du bist ja bei der Bürgerstiftung Jena. Mhm. Dort engagierst du dich ehrenamtlich, das ist ein Teil deines Fundraiserinnen-Daseins. Und was hat denn da Großspenden Fundraising in der Bürgerstiftung Jena jetzt zu suchen oder ja, wie behandelt ihr das Thema? Wir arbeiten mit Großspendern und Großstiftern. Wir haben Stifter, die zwischen 500 und 10.000 Euro gegeben haben. Aber wir haben von Anfang an keine klare Strategie gehabt, wie wir mit diesen Spendern und Stiftern umgehen. Mhm. Und da ist uns dann doch deutlich geworden, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen was Klares. Ja. Und, also es war mehr das aus dem Bauch hinaus und einfach mal machen. Ja, genau. Das ist auch erfolgreich und am Anfang ist es vielleicht auch sinnvoll und notwendig, um Erfahrungen zu sammeln. Aber irgendwann kommt man damit an Grenzen. Mhm. Und an diese Grenze sind wir jetzt gestoßen, auch mit eben im Umgang mit größeren Stiftern, die auf einmal doch andere Summen noch zur Verfügung gestellt haben, wo wir gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Und das finde ich ist ganz wichtig, dann auch zu sagen, irgendwie wunderbar, war gut bisher, was ist jetzt der nächste Schritt und wie packen wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wirklich in eine Strategie und in eine kontinuierliche Planung. Und wir haben ja in der Bürgerstiftung auch gestartet mit dieser Machbarkeitsrecherche und interviewen und fragen unsere Stifter und unsere Spender, was wollt ihr eigentlich? Ja, was ist euer Anliegen? Was muss passieren, damit ihr euch weiter engagiert? Beziehungsweise was muss passieren, damit ihr die Botschaft der Bürgerstiftung auch weitertragt? Und das ist meiner Meinung nach was sich nur langsam auch verändert. Also eine Strategie ist irgendwie was ein bisschen auch Zeit braucht und auch wieder schleifen, wo man nochmal korrigiert und nacharbeitet. Aber das ist was, wo man relativ schnell mit beginnen kann, sich hinzusetzen und zu gucken, wer sind es eigentlich? Damit fängt es ja schon an, dass man nur so ungefähr weiß, wer ist eigentlich Großspender, wer hat eigentlich wie viel gegeben. Ja. Das haben wir als erstes mal gemacht und dann gezielt auf genau die zugehen und zu sagen, was muss passieren, damit ihr mehr gibt oder damit ihr noch andere mit ins Boot holt. Das ist, finde ich, ein guter Start und diese Erkenntnisse dann verwenden und für das Konzept, wie gehe ich mit Großspendern um, was wollen die als Dankeschön, was wollen die zur Pflege, was brauchen die an Informationen, damit sie die Idee weitertragen können, das ist was, wo man auch langsam einsteigen kann. Okay. Weil wir haben ja im Osten immer das Problem, dass wir wenig hauptamtliche Fundraiser haben oder Fundraising-Abteilungen, wie ich das sonst so auch manchmal bei größeren Organisationen höre. Wir müssen kleine Brötchen backen, das heißt aber nicht, dass wir auf die Strategie verzichten müssen. Du hast es jetzt angesprochen. Nochmal das Thema neue Bundesländer. Wie gibt es da noch irgendwie Erfahrungen von dir, speziell jetzt auch zum Thema Großspenden-Fundraising? Wie begegnen dir dann Leute oder wenn du Leuten begegnest und davon erzählst, wie ist dann die Reaktion? Die Reaktion ist, eigentlich ist es nicht nötig, also es ist Quatsch, sowas zu machen in neuen Bundesländern oder im Osten haben wir zu wenige Großspender. Das ist gar nicht unbedingt das Thema. Ne? Also und ist das deine Erfahrung auch dann? Oder? Die Erfahrung ist, kleinere Brötchen backen, das stimmt, aber es gibt Großspender und das fand ich auch nochmal erleichternd, also gerade hier auf der Fortbildung auch zu erleben, dass viele sagen, bei uns fangen die Großspender bei 500 oder bei 1000 Euro an, das sehe ich genauso. Und wenn man dann auch in neuen Bundesländern mit Organisationen spricht, das haben fast alle. Also Spender, die in diesen Dimensionen Geld geben und die dann nochmal gezielt auch anders einzubinden mit anderen Informationen, das halte ich für sinnvoll. Und ich persönlich denke, man muss jetzt einfach die nächsten Schritte gehen und dann wird sich das auch da langsam durchsetzen. Okay. Ich fasse in meinen Worten einmal für mich das Wichtigste zusammen, was ich jetzt mitnehme. Die Großspenderinnen und Großspender sind schon da in den meisten Organisationen, auch in den neuen Bundesländern. Wir müssen nur einfach mal gucken, dass wir sie identifizieren und dann auf sie zugehen und ordentlich mit ihnen zusammenarbeiten. Ja. Genau. Super. Liebe Doris, vielen herzlichen Dank und alles Gute für deine Arbeit. Danke. Dankeschön.